Zusammen mit Fritz Drebenstedt möchten wir heute auf einer zweistündigen Rundfahrt den Duisburger Hafen entdecken. Den modernisierten Innenhafen hatte ich in der Vergangenheit schon mal zu Fuß erkundet. Hier floss früher mal der Rhein durch. Nach einer kleinen Stärkung geht's auf das Schiff. Die Hafenrundfahrt führt rund um das Schwanentor, Marientor und durch den Außenhafen bis auf den Rhein. Von dort geht's über den Ruhrorter Hafen wieder zurück zum Ausgangspunkt. Das ist der polizeitechnische Dienst von Nordrhein-Westfalen. Ist er nun der größte Europas oder sogar der Welt? Mit Sicherheit ist der Duisburger Hafen der größte europäische Binnenhafen mit weltweiter Bedeutung. Denn mittlerweile hat sich aus dem Duisburg-Ruhrorter Häfen ein Logistikstandort entwickelt, an dem Güter aus aller Welt umgeschlagen werden. Auf einer Hafenrundfahrt lässt sich das beeindruckende Areal besonders gut erleben. Damals, am Ende des 14. Jahrhunderts, als der Rhein sein Flussbett endgültig verlagerte, hatte dies für das wirtschaftliche und soziale Leben Duisburg immense Folgen. Mit dem Strom schwand der Warenfluss, verebbte der Handel, sank der Einfluss durch Händler. Das Flair Duisburgs und der einstmals so prächtige Markt der pulsierenden Handelsstadt versandeten und damit auch das städtische Leben. Duisburg dümpelte jahrhundertelang als Ackerbürgerstadt vor sich hin. Erst mit einsetzender Industrialisierung, als das Ackerland zwischen Stadtmauer und Rhein als industrieller Standort genutzt wurde, kam dem Fluss wieder die Bedeutung als Verkehrsroute und Handelsweg zu. Besonders interessant war die Konstellation, dass hier die Ruhr in den Rhein mündet. Zwei Wasserstraßen, die sich ausgesprochen gut wirtschaftlich nutzen ließen. Ruhrort hieß das kleine Örtchen, damals noch eigenständig, dem diese besondere strategische Lage zugute kam. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden die ersten befestigten Hafenanlagen gebaut, die vorrangig dem Kohleumschlag dienten. Inmitten des Duisburger Hafengebiets steht ein monumentaler Farbkörper in der Landschaft. Rheinorange nennt der Kölner Bildhauer Lutz Fritsch seine Skulptur, die er 1992 für diesen Ort geschaffen hat. Hier ist der Endpunkt des 240 Kilometer langen Ruhrradweges. Dieser folgt der Ruhr von der Quelle im Sauerland bei Winterberg bis zu dieser Stelle der Mündung in den Rhein. In den 60er Jahren drohte der Hafen leer zu laufen. Der benachbarte Rhein gräbt sich immer tiefer ins Flussbett. Der Wasserstand im Fluss sinkt und damit auch im Hafen. Bald wird er für viele Schiffe nicht mehr befahrbar sein. Es reicht nicht mehr aus, die Hafenbecken einfach nur auszubaggern. Die Hafenleitung muss handeln und beschließt ein einzigartiges Experiment. Doch das ist riskant, denn die Lösung könnte 500 Meter unter dem Hafen liegen. Hier gibt es noch riesige, unangetastete Kohlevorkommen. Man hat dann unter einigen Hafengebieten Stollen vorangetrieben, um dort Kohle abzubauen. Nach dem Abbau der Kohlenflöze wurden diese Stollen harmonisch zum Einsturz gebracht, um so die Hafenbecken tiefer zu legen. Mehr als 10 Jahre dauerte diese Absenkung. Lange Zeit bleibt unklar, ob dieses Vorhaben erfolgreich sein wird. Damit der Hafen schiffbar bleibt, muss der Boden um 2,5 Meter tiefer gelegt werden. Immer wieder sacken auch Teile der Hafenwände ab. Schienen am Ufer wölben sich, Rohrleitungen brechen. Doch am Ende gelingt das Experiment, der Hafen ist gerettet.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ließen Kaufleute aus Duisburg in Privatinitiative den Außen- und Innenhafen errichten, dort, wo ehemals der Rhein entlang floss. Die emporkommende Stahl- und Eisenindustrie trieb die Konkurrenten in einen harten Kampf. Später kaufte die Stadt Duisburg die Anlagen der Privatinitiative auf und ließ gleich drei neue Hafenbecken erbauen. Auch die Rohorter Hafenanlagen sollten weiter expandieren. Irgendwann folgte die Einsicht, dass der ständige Wettbewerb eigentlich nicht sehr schlau ist. Es war der Beginn einer erfolgreichen Zusammenarbeit dreier Städte, Duisburg, Ruhrort und auch Meiderich. Die Schiffe und Tanks haben oft brandgefährliche Ladung. Und wenn auch strenge Sicherheitsbestimmungen herrschen, der Hafen bleibt ein gefährliches Terrain. Schon mal hört man ein fürchterliches Krachen im Hafen. Man weiß gar nicht, was los ist. Dann sieht man die riesige schwarze Wolke. Insider wissen, was los ist. Dann ist auf der Schrottinsel mal wieder ein Auto in die Presse gekommen, in dem noch die Betriebsstoffe vorhanden waren. Dann sprengte dieses Auto erstmal die Anlage. Zuletzt stand die Schrottinsel 2014 in Flammen. Bei solch einem Großbrand müssen sofort alle Schiffe aus dem Hafenbecken evakuiert werden. Der Hafen ist ein Verkehrsknotenpunkt. Hier kommen Waren aus aller Welt an und gehen von hier aus über den ganzen Globus, per Schiff, Zug oder LKW. Noch kurz vor Kriegsende hatte die deutsche Wehrmacht die meisten Rheinbrücken selbst gesprengt, um den Alliierten den Vormarsch zu erschweren. So auch die Karl-Lehr-Brücke, die über die Ruhr führte. Heute ist sie wieder die Hauptverbindung zwischen der Innenstadt und dem Ruhrorter Hafen. Ihr Bogen stammt aus Köln. Dort hatte dieser als Teil der Hohenzollernbrücke den Krieg nahezu unversehrt überstanden. Der 180 Meter lange Bogen wurde in drei Teile zerlegt nach Duisburg gebracht. Als Gegenleistung lieferte die Stadt Duisburg Stahl nach Köln. Im August 1949 wird die neue Karl-Lehr-Brücke feierlich eingeweiht. Seitdem führt ein ehemals Kölner Brückenbogen über die Ruhr in den Ruhrorter Hafen. Die Ruhrschleuse am Ruhrwehr Duisburg ist die letzte Schleuse der Ruhr vor ihrer Mündung in den Rhein. Schleuse und Wehr bilden entlang des Hafenkanals eine funktionale Einheit. Die Schleuse wurde in ihrer ursprünglichen Form 1926 gebaut. Das Stauwehr mit den massiv ummauerten Pfeilern in seiner heutigen Gestalt 1948 errichtet. Das Wehr reguliert nicht nur den Abfluss des Ruhrwassers, sondern verhindert bei extrem hohen Wasserständen, dass Rheinwasser in die Ruhr hochsteigt. Die Ruhrschleuse ermöglicht die Schifffahrt auf der Ruhr bis in den Mülheimer Hafen. Der Gott des Meeres wacht am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr. Echo des Poseidon nennt Markus Lüppertz seine für diesen Ort geschaffene urgewaltige Skulptur. Gewappnet für jegliche Veränderung ist sie Ausdruck einer Region, die vor der Schließung der Zechen schwer gebeutelt und dennoch standhaft und zuversichtlich den Strukturwandel meistert. Der Finke-Kanal beginnt heute am Hafenmund unter der Friedrich-Ebert-Brücke. Hier schlägt das Herz des Hafens.
Die Promenade und die Ruheorte Altstadt ist für Besucher, ob von Nantes oder bei einer Hafenrundfahrt, allemal sehens- und empfehlenswert. Auf der anderen Seite des Kanals liegt die Mercator-Insel, die mit Unterstützung von Haniel zu einer neuen Kulturinsel ausgebaut werden soll. Bis zur Jahrhundertwende ist Ruhrort eine der reichsten deutschen Städte geworden. Ruhrort bildete, bedingt durch die Insellage zwischen Hafenbecken, Rhein- und Eisenbahntrassen, ein geschlossenes Areal und war bis zur Fusion mit Duisburg im November 1905 eine zwar flächenmäßig kleine, aber selbstständige Stadt. Der Ruhrorter Hafen war das Tor des Ruhrgebiets zur Welt. Die Bedeutung der hier angesiedelten Industrie, der Werften, Reedereien und Handelshäuser reichte weit über das kleine Ruhrort hinaus. Zeitdruck und Technik herrschen im Hafen und mittendrin ein Ort wie aus einer anderen Zeit. Reste eines alten Hafenbeckens aus dem 19. Jahrhundert, kreisförmig angelegt, weil die Segelschiffe damals nur mühsam wenden konnten. Damals wurden die Schiffe getreidelt, das heißt, mit Pferden vom Ufer ausgezogen. Es gab Pferdestationen, wo die Pferde gemietet werden konnten, oder aber die Pferde wurden direkt an Bord mitgeführt. Bis Ende der 80er Jahre gab es lediglich 2 Containerterminals im Duisburger Hafen. Inzwischen ist diese Zahl auf 8 gestiegen. Heute werden hier über 3,7 Millionen TEU pro Jahr umgeschlagen. TEU ist eine international standardisierte Einheit zur Zählung von ISO-Containern. Ein TEU entspricht einem 20 Fuß ISO-Container, das sind ca. 6 Meter. Vor dem Bau der Schifferbörse wurden die Frachtgeschäfte der Binnenschiffer formlos auf offener Straße abgewickelt. 1895 beschloss schließlich der Ruhrorter Bürgermeister Hermann Bemme, einen überdachten Unterstellplatz für die Schiffer bauen zu lassen. Im September 1899 begann der Bau des prunkvollen Gebäudes im skandinavischen Stil. Die Einweihung fand am 31. Oktober 1901 statt. Das Gebäude enthielt mehrere Kojen für eine vertrauliche Verhandlungsatmosphäre. Die tägliche Börsenstunde wurde auf 11 bis 12 Uhr festgelegt und bei Bedarf auch verlängert. Nach starken Kriegsschäden im Oktober 1944 wurde die Schifferbörse kurz nach Kriegsende von einem durch spielende Kinder verursachten Brand völlig zerstört. Das Museumsschiff Oskar Huber, 1922 gebaut, ist ein einzigartiges Kulturdenkmal. Bis in die 1960er Jahre zog das Räderboot pro Reise bis zu 7 antriebslose Kähne mit ihren Frachten. Es steht für eine Technologie, die mehr als 100 Jahre im Einsatz war. Gegen Ende der 1950er Jahre kamen Schubboote mit Dieselmotoren auf und lösten die Schleppdampfer nach und nach ab. Die Oskar Huber entging als einziger Radschleppdampfer auf dem Rhein der Verschrottung. Direkt an der Oskar Huber liegt der Eimerkettendampfbagger Minden und das Kranschiff Fendel 147. Als Vorläufer der großen Rheinbrücken entstanden an mehreren Orten des Rheinlands sogenannte Trajektanstalten. Die 1856 errichtete Anlage bestand aus 2 Hebetürmen mit Hafenbecken auf den gegenüberliegenden Rheinufern von Homberg und Ruhrort sowie einer Dampffähre. In den Türmen konnten Eisenbahnwaggons auf einer Aufzugsplattform auf das Deck der Fähre gesetzt werden, um auf dem anderen Ufer wieder hinauf befördert zu werden. Der Bau einer Brücke an dieser Stelle
war zwar von den Eisenbahngesellschaften gewünscht worden, jedoch wurden diese hauptsächlich wegen militärischer Bedenken nicht realisiert, da in ihnen ein strategischer Vorteil für die Franzosen gesehen wurde. Direkt gegenüber dem riesigen Kraftwerk der ThyssenKrupp AG befindet sich seit 1998 das Museum der deutschen Binnenschifffahrt. Blickfang in der ehemals großen Herrenschwimmhalle ist die Gode Verwachting, ein Lastensegler aus dem Jahre 1913 unter vollen Segeln. Lebendig und umfassend werden die Welt der Binnenschiffer seit den Anfängen der Schifffahrt, die Arbeit der Hafen- und Werftarbeiter, das Leben der Binnenschifferfamilien an Bord, das Schifferleben an Land sowie die Auswirkungen der industriellen Revolution vorgeführt. Dann geht es wieder rheinaufwärts Richtung Schwanentorbrücke, dem Startpunkt unserer Rundfahrt. Der nette Stuart hat uns für die Rückfahrt auf die Brücke eingeladen. Der Kapitän erzählt uns einiges von seiner Arbeit, die abwechslungsreicher ist, als man vielleicht denkt. Nicht nur Hafenrundfahrten, sondern auch alle möglichen Schachtertouren rheinauf und rheinab stehen auf seinem Programm. Leider sprach er so leise, dass ich tontechnisch nicht viel damit anfangen konnte. Ich wollte ihn aber deswegen auch nicht nerven. Was soll's? Wir genießen die Rückfahrt von diesem nicht für jedermann bestimmten Ort. Die Anmeldung per Funk für die Einfahrt in den Hafen erfolgt über einen Fußschalter. Wohl, weil die Hände an der Steuerung bleiben müssen. Nach einer 180-Grad-Wende geht's wieder an den Startplatz Schwanentor zurück.